Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Die zweite. Jo, ich habe gerade schon. Zum Glück bin ich nicht losgegangen in den Dungeon. Ich habe Kalle schon reingesteckt zum Strasserbau. Disturbed habe ich den gesteckt für Syphilis abzubauen. Trigger geht einen saufen. Und es fällt mir gerade noch ein, wir haben hier einen gerettet. Gebrechlich. So schlecht. Oh, du bist Level 3. Willkommen an Bord. To those Ich with habe the immer noch keen zwei Leute ohne eye, Namen. gold gleams like a dagger's point. Disturb war nicht verflucht. Nein. Dann gehst du hier auch rein und kriegst erstmal gebrechlich weggemacht. Ist sonst noch irgendeiner was, was ich nicht will? Ja. Du hast. Kleptomane. Ja. Nein, das war schon wieder zu viel. So, Gruppe habe ich zusammengestellt. Trinket sind auch schon ausgerüstet. Der Aussätzige kriegt definitiv gegen Blutsauger am meisten Schaden, weil das ist das Höchste, was wir haben. Und definitiv die Präzision. Er braucht fucking Präzision. Mir selber habe ich die Kerze gegeben. Einfach wegen der Geschwindigkeit und Ausweichen wegen Ungeschickt. Und halt eben die Kapuze der Bestrafung wegen Blutungseffekt. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. Der Boss hat eine Resistenz von 55%. Ich habe 130 und 20 sind 150. Heißt im Endeffekt, ich habe eine Chance von 95%, ihn zum Bluten zu bringen. Plus den Debuff, der kommen kann. So, dann haben wir natürlich noch Finde dabei mit Aufschlitzen. Und die alte Funzel halt zum Heilen. Ich habe alle Spells auf 4 gemacht, soweit wie es geht. Die sie aktiv nutzen. Und Rüstung, Waffen ebenfalls. Und ich würde sagen, wir gehen zum Gepäck. Ich hatte schon gerade gerätselt, was ich nehme. Und das sah dann ungefähr so aus. So, das hier auch noch. So sah es aus. Ist ein bisschen Verschwendung, glaube ich. Aber gut, hier kann man, hier lässt sich drüber streiten. Wir nehmen 6 mit. Du kannst dich nämlich selber buffen. Was ich auch tun werde, wenn ich dran denke. Und Heilkräuter nehme ich halt nur mit, weil er hier sich selber einen Debuff geben wird. Mit Minus Ausweichen und Abwehr. Nicht so geil, aber. Das machen wir dann weg, dass er schön den Boss ordentlich runterbringen kann. Die werden eine Blutung machen, er haut drauf, sie heilt. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Ich würde sagen, ihr seid beide im Verlangen, was sehr gut ist. Dann kriege ich nämlich einen Damage-Buff von ihm. Wir gehen. Fackeln brauche ich eigentlich nicht. Ich habe echt die Muffe vom Boss. Aber wir ziehen los. Ich hoffe, es wird jetzt funktionieren. Gönne ich mir einen Schluck Wasser wegen der Panik. Oh, ich bin ziemlich offline gegangen. Das sollte ich noch ändern. So. Jetzt einmal dunkel für euch. Offline. Hallo? Bild? Hallo? Okay, ich dachte schon. So. Und let's go. Hallo, die zweite. Es ist schön, dass du der Blutgott bist. Schön. Jo, das ist bitter. Spring ihn trotzdem schon mal runter.
eliminated. So. Nötige Disziplin. Das ist okay. Horror. The Abyss returns. Even the boldest game. Ich sollte die Blutung benutzen. Weil ich habe nämlich auch gelesen, dass wenn man Blutungseffekte nutzt, auf das Kokon, Moment, anders. Wenn ich einen Blutungseffekt auf den Kokon nutze, dann wird der Blutungseffekt auf das Vieh innen drin weitergehen. Das fängt schon wieder beschissen an. Ich krieg den hinten nicht raus. What? Jetzt kann ich wenigstens heilen. Das macht nichts. Ja, man muss halt auf ihn. Ding dong. Ich habe das Laudanum nicht benutzt. Okay, kannst du machen. Okay. Weg mit der Leiche. Gut. Stresslevel sieht schon mal nicht gut aus. Aber das ist auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil er hat ja nur ekstatisch. Das ist auch nicht schlimm. Finde, er kann auch von hinten schießen. Scheiße. Es wäre lustig, wenn er ihm Schaden machen würde dadurch. Das hätte viel mehr Stil. Und ich muss dran denken, dieses Scheißzeug zu benutzen. Au! Gefällt mir nicht. Wow, Laudanum hat gar keinen Effekt. So, ich muss auf jeden Fall ihn hochheilen, bevor er in die nächste Phase geht. Ah, schön. Ich mag den Boss nicht. Those who covered injury find it in no short supply. Können wir ihn jetzt mal bitte runterprügeln? Jo, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass er fast keine Lebenspunkte mehr hat. Halt die Fresse und benutze es jetzt. Bitte kein Boss. Sehr gut. Fucking serious. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Obliterated. Bitte kein Boss. Sehr gut. Du fick dich, du bleibst hinten. Piss dich. So. Er verreckt ja sowieso. Guck mal bei dem Boss raus.
Moin. Nice. Schöner hier. Nee, wir schlagen weiter drauf. 13 Schaden schon. Boah, das ist viel Schaden. Okay. Okay, gut, er heilt sich jetzt gleich selber hoch. Okay, Horror ist nicht schlimm. Man heilt sich mal selber und bufft sich. Puh. Der dritte Akt. Jetzt geht der Scheiß wieder los. Wenn ich jetzt den richtigen treffe. Komm, die Mitte ist immer gut. Scheiße. Sah lustig aus, wie er hin und her geschoben ist, aber der ist tot, ne? Holen wir den nächsten raus. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich hab da meine Tricks, Kollege. Aber ich werde wahrscheinlich unten. Ich weiß nicht, was da drin ist. Natürlich ist er ganz hinten drin. Ne, wir poppen ihn noch nicht raus. Das Risiko gehe ich nicht ein. Sauber. Okay. Jetzt holen wir ihn raus. Okay. Nein, es reicht nicht. Okay, doch, es reicht. Oh Gott sei Dank. Oh, wir haben das Set vollständig. Plus 10 Abwehr und plus 3 Crit. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Auf den hin. Gemeinsames Glück. Schöne Achievements freigeschaltet. Schön vollfressen. So, dann gehen wir hier noch rein. Alter, wenn da jetzt noch ein Kampf drin ist, ne? Wir werden es ja sehen. Oh, es ist kein Kampf, Gott sei Dank. Ist da bestimmt der Schlüssel drin. Warum habe ich das Gefühl, dass da unten ein Krokodil drin ist? Schaffe ich das? Müsste ich schaffen. Stimmt, er kann ja nicht Tugend werden, weil er nur eine Chance von 10% hat. Das ist ja quasi nichts. Aber wir schauen da mal noch rein. Wir richten erstmal die Gruppe wieder richtig. Der Aussätzige muss vorne stehen. Das war noch Feuerholz, oder? Ich habe die Schaufel nicht mitgenommen. God fucking damn it, ich habe nicht mehr dran gedacht. Warum kriegt nur er Stress und der Rest nicht? Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so geil. Also nur die Blooded Foot.
Ja. Der gute Gseverus hier, da wird gleich ordentlich durchdrehen. AMK. Ich will wissen, was da drin ist. Ich muss es wissen. Wenn dieses behinderte Auto nicht gleich aufhört, da draußen rumzudrehen, in seinem behinderten Fick-Auto und rumzuquietschen, schlage ich ihm auf die Fresse. Nee, tue ich nicht, aber ich würde gern. Das hört man zum Glück nicht. Bitte dreh nicht durch, bitte dreh nicht durch. Gott sei Dank. Nein, nicht raus, der. Oh Gott, damit. Ich hab zu weit nach rechts geklickt. Ich denke, es ist ein Krokodil. Ich bin ziemlich sicher, dass es eins ist. Oh, es ist nur ein normaler Kampf. Ja, da sage ich grundsätzlich auch nicht nein zu. Ich dachte, es ist ein Krokodil. Okay. Das kann ich, denke ich, mal handeln. Das wird nicht reichen. Das reicht aber. So. Durch Schmerz und Qual ziehe ich mich hin zum Licht. Oh oh. Ich hasse diesen Angriff. Aber jetzt stehen sie wenigstens alle vorne. Schön. Schön. Du bist sicher, dass diese Kiste etwas enthält, was deiner Folgen würdig ist. Jetzt muss ich natürlich... Ach shit, jetzt muss ich einmal raustappen. So, jetzt. Muss ich nochmal raustappen. God fucking dammit. Oder war ich nicht vorbereitet? Ich glaube, ich mach das nicht mehr. Erfolge hin oder her. Okay, gut, nichts benutzen. Jetzt warten wir wieder, bis das Bild da ist. Okay. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Ja, Geschwindigkeit, Ausdauer ist nicht schlecht, aber. A full pack often attracts unwanted attention. Nun gut. Lief ja ganz gut. Ruf Nummer 2 gehakt. Hm. Schön viel Geld aufs Konto. Und die nächsten Level 5. Unverwüstlich, unbeugsam, das ist verdammt gut. Ja gut, das juckt mich relativ wenig, ob die jetzt kritisch trifft oder nicht. Gut, bei der Heilung könnte es natürlich gut sein. The virulent clouds from the courtyard have abated. The airs of the estate feel narrowly agreeable once again. What? Ah, es ist geil! Der Nebel der Seuche lichtet sich, was zu einem Großteil dem jüngsten Triumph über das uralte Grauen geschuldet ist, das hinter dem lange verschlossenen Hoftor lauerte. Entfernt den Blutfluh von allen betroffenen Helden. Oh, ist das geil. Ach Gott, ich muss dieses Bild jetzt noch kurz angucken. Gut, aber ich muss... Fassen wir mal zusammen. Es hat gut funktioniert. Mit dem Bluten. Es hätte schöner sein können. Aber, naja, cool. Kümmern wir uns erstmal um alle. So. Fetternde Prophet, Nekromantenfürsten, plappernden Prophet, plappernder Prophet.
Was? Ist das dann die... die Endversion? Nun gut. Wen haben wir denn hier? Nur Scheiße. Taverne. Ne, du willst ja nur ausgepeitscht werden. Was willst du? Du willst nur meditieren. Gut, dann kümmern wir uns erst um dich. Du gehst dahin. Was willst du? Alles klar. Weißt du definitiv Bescheid bei denen da draußen? Das ist ein Lappen. Darf ich das anklicken? Danke. Was willst du? Du hast perverse Gelüste und darfst deswegen nicht ins Puff. Dann gehst du zocken. Warst doch guter Spieler. Nee, warst du nicht. Egal. Und die anderen sehen eigentlich wunderbar aus. Bei dir habe ich noch keinen Namen. Hm, muss ich denn jetzt wieder schreiben? Der hat bestimmt noch mal ein paar auf Lager. Stop, was willst du denn? Dünnes Blut ist jetzt nicht ganz so geil. Sag mir nicht, du willst auch noch ausgepeitscht werden. Nee. Dann gehst du mit Geronimo einsaufen. Gut, Draeger, den müssen wir jetzt nicht irgendwo hinschicken. Das kann sich eigentlich so abbauen. Das ist noch akzeptabel. Schön. Gucken wir uns mal die Karte an. Episch. Gewürze des Vicomtes. Vicomte, oh mein Gott. Okkultist. Ja. Ach, ich habe jetzt nur wieder eine Einladung. Das heißt, die verschwinden alle. Es ist alles ruhig. Die Schwärme haben sich in die sumpfigen Ruinen des Hofs zurückgezogen. Ansteckung keine. Das bedeutet, ich kann jetzt munter fröhlich die anderen Dungeons noch machen, schön hochleveln, die Bosse machen und dann wird es irgendwann wieder Zeit für den Hof Nummer 3. Ich glaube, das ist noch nicht das letzte. Danach kommt, glaube ich, noch einer. Das ist dann das letzte und danach kommt halt immer wieder ein wiederholbarer Boss. Wenn ich mich nicht täusche. Gut. Boah, ich feiere das gerade so übel, dass halt keiner mehr den Blutfluch hat. Sortieren wir mal nach Level. Ne, nach Aktivität. So, wer ist denn noch frei zu haben? Was könnte man denn als nächstes tun? Ein Veteran-Dungeon? Ach ne, das ist schon Experte, nicht ein Veteran. Gut, das ist jetzt nicht so geil. Hallo E-Beam, Scheinhänger. Plus 25% Schaden gegen Fanatiker. Wohl WTF. Ja gut, die langen Dungeons haben meistens bessere Dinger drin. Aktiviere dreimal Reserve des Winzers. Wie wär's mit Nein? Das ist, glaube ich, wirklich nur da, wenn man Blutprobleme hat. Aber ich habe ja ziemlich viel. Und das kann sich jetzt dadurch, da halt keiner verflucht ist, sich wieder schön aufstocken. Boah, das ist fantastisch. Ich feiere das gerade so geil. Was machen wir denn als nächstes? Warte mal, ist noch eine zweite Antiquarin drin? Hm. Die hätte ich nämlich gern. Tante Emma ist Level 4. Das war mal zu viel. Wir könnten natürlich die Ruinen hochpushen für den nächsten Boss. Das ist ein langer Dungeon. Da dürfte ich sehr viel Loot finden. Ob da Tante Emma gut ist? Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, die ist für mittlere Dungeons wirklich perfekt. Aber für lange, glaube ich, ja weniger. Weil da gibt es so viel Loot. Da kann ich wahrscheinlich nicht alles mitnehmen. Also wir könnten die Meereshöhlen machen. Ne, das lohnt sich nicht. Das kurze Dungeon lohnt sich nicht für sie. Das will ich auch nicht. Gut, aber wir könnten das so aufbauen, weil das die einzigen sind, die noch weiß sind, noch so lappenhafte Lappen. Besessen vom Töten. Darf nicht meditieren. Und du bist Meereshöhlenhasser.
Bin auch schade, dass wir dann in die Meereshöhlen gehen mit dir, Kollege. Bereiten wir das noch vor. Lass uns hier schön nach Aktivität sortieren. Du hast den Schlag. Rampart. Ja doch, das könnte man mit dir eigentlich mal ausprobieren. Vergeltung. Und dann am besten noch Schützen. Dass du schön viel ihr Dingens kriegst. So, du kriegst das hier, das hier, das hier. Das passt. Und du hast schon. Schön. 1, 2, 3, 4. Gut, dann würde ich sagen, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.